Wir bekommen bald ein Problem durch die diplomatische Gunst tatsächlich. Wir bräuchten nochmal eine Allianz. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir nicht vielleicht Gilgamesch auf unsere Seite ziehen können. In 2 Runden wird die nächste Sitzung stattfinden. Oder wir nochmal irgendwo suzerän werden können. Aber das ist schwierig. Da bräuchten wir 5 weitere Gesandten für Maskat. Einen kriegen wir, wenn wir einen Ritter ausbilden. Ich weiß nicht, ob wir den Ritter überhaupt schon ausbilden können. Und da brauchen wir die Eingebung für die Gilden. Das ist, glaube ich, der 4. Handelsweg, wenn ich mich nicht täusche. Den wir uns sowieso gerade... Ne, die 2 Märkte, okay. Da wollen wir ja sowieso gerade in diese Richtung gehen. Ja, okay. Schauen wir mal. Ein Ritter. Haben wir schon einen Ritter? Ich glaube schon, oder? Doch, da sind die Ritter. Ritter könnten wir theoretisch ausbilden. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Dann hätten wir nämlich einen Ritter und hätten hier einen weiteren Gesandten in Maskat. Großen Admiral, ja, Gilden, okay. Wir haben nur einen Hafen, deswegen wird es mit dem großen Admiral schwierig werden. Gucken wir mal. Wie viel Glauben brauchen wir denn für einen Apostel? 400, wunderbar. Okay, und hier haben wir, glaube ich, auch schon unser bestimmtes Gebäude. Hier haben wir die Gurdwara, 380 Glauben. 2 Nahrung und 3 Glauben bringt das Ganze. Okay, dafür müssen wir aber erstmal einen Tempel bauen. Wir haben noch keinen Tempel gebaut, wir sollten aber bald einen Tempel bauen, damit wir hier die, wie nennt sich das nochmal, nicht Heureka, sondern Eingebung, genau die Eingebung für das göttliche Recht bekommen. Wie viel kostet denn unser Tempel? Der kostet uns 480. Das wäre erst in ungefähr 2 Runden, in 12 Runden. Ungefähr in 12 Runden. Naja, da wir in 8 Runden das schon erforscht haben, wäre das ein bisschen knapp. Können wir damit Gilgamesch nochmal handeln? Komm, eine Delegation möchte er nicht. Na gut. Wie schaut es denn mit offenen Grenzen aus? 2 Gold pro Runde. Machen wir mal, komm. Ist auch gut für unsere Religionsverbreitung. Und gleichzeitig auch für unsere Verhältnisse. Wir bräuchten ein bisschen diplomatische Gunst tatsächlich. Wie schaut es denn mit Zucker aus? Was würdest du mir für Zucker geben? Gar nichts. Bisschen diplomatische Gunst vielleicht. Zumindest. Ja, das wäre eh zu wenig, okay. Pferde und Eisen hat er selber schon genug. Na gut. Dann kann man mal vielleicht mit Kyros handeln. Was würde er mir denn für Zucker geben? 1 Gold. Schaut es mit einer diplomatischen Gunst aus? Direkt rückt er nicht raus. Na gut. Sagen wir mal, was wäre nötig für 5 diplomatische Gunst? Oh, wow, das wäre teuer. Na gut, obwohl wir mit dem ja eine Allianz haben. Schauen wir mal ganz kurz unsere Allianz an. Die ist bei 31 Punkten von 80. Eine Forschungsallianz. Das lohnt sich besonders, weil Kyros ist der Führer, was die Forschung angeht. Hier oben. Mit 31 Technologien und 117 Forschungspunkten. Wir sind bei 68 Punkten. Der Schlusslicht. Gilgamesch hat natürlich weniger Forschung, aber er hat schon mehr Technologien, weil er kurzfristig besser war wie wir. Naja. Gucken wir mal. Wir können dieses Elfenbein abbauen. Das wird uns ja auch noch einiges bringen. Das könnte er vielleicht machen. Wohin ist denn er unterwegs? Er ist unterwegs, hier eine Mine zu bauen, ja? Er hat noch eine Ladung. Das Problem ist, wenn wir ihn hier hinschicken, dann baut er ja erstmal das Lager ab. Das ist ein Lager hier, ne? Genau, und Lager sind ja eigentlich auch sehr gut für uns. Aber ich denke trotzdem, dass es sich lohnen würde. Komm, wir schicken den mal hier rüber. Ich hoffe, dass das Lager abbauen seine Ladung nicht verbraucht. Aber ich befürchte schon. So, ein Händler. Haben wir den neu gebaut? Ich glaube, den haben wir neu gebaut. Nach Sparta bringt er 3. Pass mal auf, wir sortieren das mal nach Forschung. Ja.
Tuspa wäre schon ziemlich gut. Wo ist denn Tuspa? Tuspa ist hier. Tuspa geht, glaube ich, nicht durch eine andere Stadt durch. Das ist ein bisschen schade. Da gibt es also keinen Bonus. Hier gibt es doch mal Kultur. Hier gibt es Glaube. Dann fände ich aber Sparda eigentlich interessanter. Sparda bringt noch Kultur statt Glauben. Und ich meine, dieses diesen Punkt hier für den religiösen Druck, den brauchen wir nicht unbedingt. Tuspa ist ja eh schon unsere, hat eh schon unsere Religion angenommen. Deswegen denke ich, Sparda. Dauert zwar auch 15 Runden, aber ich glaube, Sparda ist für uns hier attraktiver. Gut. Du baust das Sägewerk bitte. Sehr gut, das hat hier die Produktion eine Runde beschleunigt. Und du kannst nochmal versuchen, Sparda zu konvertieren, hat dann aber immer noch keine Mehrheit. Jetzt können wir ein Guru beim neuen Distrikt, deswegen haben wir eine Widmung bekommen, sehr schön, einen Handelsweg, perfekt. Gut, hier haben wir einen Markt errichtet, dann bin ich dafür, als nächstes einen Campus zu errichten. Natürlich wäre auch hier ein Industriegebiet oder ein Theaterplatz nicht schlecht. Theaterplatz hätten wir hier zumindest einen Einser-Theaterplatz. Ja, das wäre auch nicht verkehrt, da mal in Richtung Kultur zu gehen, denn bei Kultur sind wir auch sehr abgeschlagen. Ich glaube, das machen wir mal als nächstes. Wir errichten mal hier einen Theaterplatz. Komm. Da ist eh nicht viel zu holen hier in diesem Tundra-Gebiet. 6 Runden nur und das hilft uns auch wiederum für unsere Zeitalterpunkte, um aus dem dunklen Zeitalter rauszukommen. Larak wiederum könnte jetzt eh keinen neuen Bezirk errichten. Deswegen Larak sollte bald ein Industriegebiet bauen, sobald wir hier weiterkommen. Aber im Moment, schaut es denn aus, das hier gehört zu Larak, können wir das 1, 2, 3, das können wir auch Atta geben. Das heißt, hier kann Atta den Staudamm bauen. Und den können wir dann, glaube ich, Larak umwidmen, wenn er gebaut ist. Weil ich sehe, gut, Staudamm müssten die aber eigentlich auch bauen können, wenn wir es entsprechend erforscht haben. Ja, dann bin ich dafür die Universität. Wir könnten natürlich nochmal einen Händler bauen. Aber das machen wir vielleicht in Lagash. Wir machen mal hier die Universität. Und in Lagash den Händler. 4 Runden. Das heißt, in 4 Runden haben wir dann die Eingebung für die Mittelaltermärkte und haben dann das hier. In 4 Runden bekommen wir das hier. Das ist gut. Ja, genau. Und dann können wir hier weitergehen in Richtung Erkundung. Wunderbar. Können wir, ja, doch, das machen wir so. Genau, einen zweiten Tempel möchte ich natürlich immer noch, damit wir auch die Eingebung fürs göttliche Recht haben. Das würde uns helfen. Ah, warte mal, in Larak. Können wir in Larak eigentlich auch einen Ritter bauen? Müsste gehen, ne? 14 Runden würde das dauern. Finde ich auch gut. Machen wir das mal. Hier haben wir noch, immer noch in 21 Runden Petra. Ob wir das schaffen werden, ich bezweifle es ja fast, aber gucken wir mal. Kann gut sein, dass keiner der Computergegner versucht, Petra zu bauen. Und dann könnte es gut gelingen, dass wir das in Uruk fertig bekommen. So, ich bin gespannt, was passiert, wenn wir null oder weniger diplomatische Gunst haben. Ich glaube, das hatte ich noch nie. Ja, was da passiert, keine Ahnung. Nee. Ich weiß gar nicht, wann wir die auf den Grenzen gemacht haben. War das in der Runde oder war das die Runde davor? Ich dachte, das wäre die Runde davor gewesen, aber gut. Ja, dann machen wir mal weiter. Nächste Runde. Ein Weltkongress. Was wird denn vorgeschlagen? Also, einmal verdiene doppelt so viele Punkte bei den großen Persönlichkeiten dieser Klasse. Und es werden keine Punkte der großen Persönlichkeit verdient. Mhm. Da sind wir, glaube ich, mal dafür, dass wir doppelte Punkte bei den großen Händlern bekommen. Fände ich ganz gut. Und der gewählte Spieler erzeugt 100% mehr Groll und andere Spieler generieren 100% weniger mehr Groll gegenüber diesem Spieler. Der gewählte Spieler erzeugt 50% weniger Groll. Ha, keine Ahnung.
Nehmen wir auch mal uns. Keine Ahnung. Natürlich können wir dort auch Kyros nehmen, um ihn zu unterstützen. Vielleicht findet er das toll. Dann findet er aber wahrscheinlich eher die Variante B toll, wenn wir ihn dort unterstützen. Das wird natürlich helfen, dass er uns nicht angreift. Ja, machen wir das mal so. Machen wir das mal so, okay. Weil er dann mehr Groll generiert, wenn er uns angreift. Und es wurde sogar angenommen, und hier wurde angenommen, dass wir dass keiner einen großen Admiralpunkt bekommen kann. Wer hat denn das gewählt? Das hat zum Beispiel Gilgamesch gewählt. Nee, der hat große Schriftsteller gewählt. Interessant. Aber hier irgendwelche fremden Zivilisationen wollen nicht, dass große Admiräle ins Leben gerufen werden. Interessant, interessant. Und hier haben nur wir gewählt tatsächlich. Nee. Alle möglichen Leute haben gewählt. Er hat sich auch selber gewählt. Na gut, dann haben wir ihn ja unterstützt. Vielleicht sieht er das auch so, ich weiß es nicht. So, wir haben einen Heureka im Schiffsbau. Und können jetzt auch hier wechseln. Da brauchen wir nur zwei Runden, sehr gut. Weil wir können nämlich auch hier bald das Heureka bekommen. Wenn wir nämlich hier zwei Universitäten haben, die haben wir bald. Sehr schön. Dann bekommen wir die Quaterime und wir können wässern. Und die Quaterime ist ja auch wiederum eine Queste. Ich weiß nicht mehr wo. Bei Kabul, ne? Genau. Nee, bei... War das nicht irgendwo hier? Nee, das war, glaube ich, hier. Genau, besiegt eine Einheit mit einer Quaterime. Naja, eine Einheit besiegen mit einer Quaterime wird wahrscheinlich schwierig werden. Außer wir treffen auf Barbaren. So, unser Handwerker wird die Modernisierung entfernen. Ist er dadurch verbraucht worden? Nein, ist er nicht. Das ist gut. Dieser Handwerker soll jetzt mal Mickey ein bisschen ausbauen. Nämlich zum Beispiel das Weizen hier. Hier können wir auch ein Dreieck bauen. Ich würde fast vorschlagen, dass hier, wo der Salpeter ist, eigentlich ein guter Platz für einen Theaterplatz wäre. Weil da haben wir hier auch die... Regierungsplatz und wir hätten hier das Weltwunder. Hier wäre ein super Theaterplatz, theoretisch. Hier wird erstmal eine Bibliothek gebaut, interessanterweise. Ja, da müssten wir eigentlich einen Theaterplatz hinbauen. Der Salpeter muss weichen. Wir brauchen auch nicht unbedingt Salpeter, wir haben hier eh nochmal Salpeter. Das ist halt ein super Gebiet, ne? Drei Nahrung und drei Produktion. Das möchte ich eigentlich ungern aufgeben. Ja, blöd. Blöd, blöd, blöd. Naja, wir hatten ja eigentlich vor, das Mausoleum auf die Seite zu bauen und dann hier den Theaterplatz zu bauen. Aber dann ist der Salpeter aufgetaucht. Ja, ist schon echt ein super Produktionsfeld hier. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal hier auf den Weizen. Der wird angeschlossen. So, die zweite... machen wir mal in die Richtung, in die andere Richtung. Können wir hier sogar rüber auf das Meer? Nein, können wir nicht. Okay, einen Diplomatiepunkt haben wir und wir haben das Heureka für den Schiffsbau, das wissen wir schon. Ich glaube, die Bibliothek hier zu bauen ist absolut okay und dann können wir auch gleich eine Universität bauen. Magnus ist ja noch nicht so weit. Nein, da brauchen wir noch eine Beförderung für Magnus. Bevor wir die Siedler raushauen können. Was ist denn mit seinem Siedler eigentlich? Der war ja auch irgendwo unterwegs. Der ist jetzt hier. Aha, also wird er doch irgendwo hier gründen. Dachte ich mir fast nicht, weil der Kabul dazwischen ist. Aber naja, gut. Macht er dann doch so. 20 Runden bis zu Petra. Ja, und 3 Runden. Ja, wird knapp. Schauen wir mal. Ja, er hat ein bisschen Militär gebaut, interessanterweise. So. Jetzt können wir... Warum können wir das denn nicht abbauen? Warum können wir das Elfenbein nicht abbauen? Das ist die wichtige Frage. Geländeart entfernen. Das geht irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht. Warte mal. Ich glaube, Atta hat sogar schon ein...
Industriegebiet. Dort haben wir das hingebaut. Mensch, das war ein bisschen voreilig. Da habe ich nicht aufgepasst. Da ist das Industriegebiet von Atta. Ja. Das heißt, hier könnten wir was anderes hinbauen. Zum Beispiel einen Unterhaltungskomplex, den wir eigentlich hier hinbauen wollten. Aber der hat ja keine besonderen Boni. Ein Handelszentrum, das geht hier nicht. Warum geht das hier nicht? Weil dieses Gebiet wahrscheinlich zu Larrak gehört. Kann das sein? Warte mal, schauen wir mal ganz kurz. Ist das dein Gebiet, Larrak? Nein, das ist nicht dein Gebiet. Das ist das Gebiet von Atta. Warum geht denn hier kein Handelszentrum dann? Komisch. Hier würde eins gehen. Da müssten wir den Weizen wegmachen. Da haben wir natürlich auch dieses Dreieck dann. Das wäre auch ein gutes Handelsgebiet. Weil wenn wir hier noch einen Bezirk hinbauen, dann hätten wir hier auch noch mal ein Dreieck. Ist schon nicht schlecht, weil hier kommt ja auch noch ein Bezirk hin. Ja, das wäre ganz gut. Dass wir den Weizen hier unten abbauen. Dort ist Handelsbezirk hin. Ja. Gut, dann lassen wir das Lager dort bestehen. Dann müssen wir das einfach wieder errichten. Keine Ahnung, was das sollte. Kommt das weg. Und hier unten kommt das Handelszentrum hin. So. Genau. Wunderbar. Und was hier noch hinkommt, 1, 2, 3, da müssen wir nochmal überlegen. 1, 2... Das wäre eher was für Atta, ne? Dass Atta dort was hinbaut. Ich weiß nicht, die haben ja dann schon 1, 2, 3. Die hätten dann schon 3 Bezirke. Aber ich glaube, wenn sie Wirkung 13 haben, können sie ein viertes bauen. Dann wäre hier natürlich auch ein Kulturzentrum gar nicht verkehrt. Ja, können wir uns mal überlegen, ob wir das so machen wollen. So, die Galeere muss bewegt werden. Und die andere Galeere auch. Sehr schön. 317 Gold. Reicht noch nicht für einen Tempel. Eine Runde können wir hier noch weiter forschen, ohne irgendwas zu verschwenden. Du baust hier bitte mal einen Bauernhof. Ganz genau. Wie schaut es denn eigentlich hier mit Wohnraum aus? Schaut gut aus, ja. Sehr schön. 82 Kulturen nur noch. Die hatten früher, glaube ich, mal mehr, ich oder? Kann mir keine Bedingungen vorstellen, auf so, die Quaterime, wunderbar, sollte. Und den Koloss. Moderner Schiffsbau weiß das mittlerweile zu verhindern. Muss an einen Hafen im Besitz grenzen. Pass mal auf, unser Hafen ist hier. Dort oder dort könnten wir den Koloss bauen. Bringt uns nichts. Natürlich gut, wenn wir den hier hinbauen würden. Können wir natürlich den Zucker abreißen und hier das Kulturzentrum hinbauen. Aber das wäre, glaube ich, gar nicht mal so viel besser, wie wenn wir es hier hinbauen, oder? Ich glaube, das bringt auch nur eins mehr. Nee, das heißt nicht so. Das heißt, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Theaterplatz heißt es, genau. So heißt es. So, Theaterplatz bekommt... Wie viele Punkte durch ein Wunder? Plus 2 durch ein Wunder tatsächlich, okay. Und durch den Regierungsplatz nur plus 1. Ja, dann wäre es eigentlich besser, den Zucker hier abzureißen. Vor allem, weil wir den Zucker ja eh eigentlich nicht brauchen. Das ist natürlich schon ein gutes Gelände hier. Also gutes Feld mit 5 Nahrung. Ich wollte gerade mal gucken, ob das hier eine... Das ist eine Plantage oder das ist ein Bauernhof. Zeigt er mir gerade nicht an. Jetzt zeigt das mir an. Das ist eine Plantage. Also kann man hier auch keinen Bauernhof-Dreieck bauen. Hier, das ist eine Plantage. Ja, den Zucker entfernen wäre eine Möglichkeit. Bringt eh nur Gold dann zusätzlich noch. Das ist nicht so wichtig. Und dann dafür hier. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir dann den Koloss überhaupt noch bauen können. Das können wir uns dann entscheiden, wenn wir die Bibliothek gebaut haben. So, wir haben hier immer noch die Karte mit den Weltwundern. Ja, machen wir hier weiter. Hagia Sophia und Staudamm wäre wichtig. Sehr gut.
Ja, und jetzt hier ein Dreieck bauen. Den Mekewab bauen wäre auch natürlich nicht schlecht. Vor allem, weil wir hier noch eine Bonusressource haben. Das wären zwei Bonusressourcen. Finde ich gut eigentlich. Machen wir das doch. Ja, ist ein schönes Feld geworden. Gut. Ja, was macht Atta jetzt? Atta könnte, wie gesagt, hier unten den Weizen abreißen. Also ernten und dafür dort dann ein Handelszentrum hinbauen. Da bin ich sehr dafür, weil wir brauchen eh noch einen zweiten Markt. Einen Theaterplatz könnten wir hier hinbauen, aber das wäre nicht so ein überzeugender Theaterplatz. Den würde ich dann lieber hier hinbauen. Ja, das wäre dann, glaube ich, der bessere, wenn wir hier dann dieses Dreieck haben. Da hätten wir auch zumindest plus eins. Wenn wir hier dann vielleicht noch ein Wunder hinbauen oder sowas, das wäre ja alles möglich. Eine Werkstatt könnte es sein. Ein Ritter bringt uns in 11 Runden, das ist die gleiche Dauer. Da machen wir, glaube ich, erstmal eine Werkstatt. Ja. Gut, ja, hier brauchen wir mal wieder ein paar neue Handwerker. Wie viel hat denn der noch? Der hat noch eins. Das heißt, du solltest mal hier runtergehen und hier den Weizen ernten. Okay, jetzt haben wir 0 tatsächlich. Mal schauen, ob das dann ins Minus geht. Und wir sollten die göttliche Gunst ändern. Dann müssen wir nach hinten forschen sozusagen. Dann können wir das hier vielleicht erforschen. Zumindest eine Runde lang. Genau, bis wir den Händler haben. Dann sollte es passen. Ja, du gehst bitte hier zum Weizen. Hier haben wir den Händler. Hier wird uns eh nicht so viel Möglichkeit geboten, dass wir gehen. Das Tuspar haben dadurch die Mittelaltermärkte freigeschaltet. Wenn sie einen Händler betrogen haben. Plus ein Gold durch jeden Gesandten. Aha. Nachbarschaft für Theaterplatz. Wohnraum für Spezialbezirke und Angkor Wat. Sehr gut. Kümmern wir uns gleich drum. Eins nach dem anderen. Erstmal hier unsere Galeeren. Okay. Ah, jetzt kommt der Siedler hier. Verstehe. Gut, Lagerstadt den Händler. Das heißt, als nächstes machst du bitte eine Uni. Das wäre wichtig. Genau. Ein Gouverneurtitel bekommen wir. Dann können wir jetzt Magnus befördern. Da stadtausgebildete Siedler verbrauchen keine Bevölkerung. Jawohl. Gut, dann kann Mickey endlich seine Siedler produzieren. Super. Ja. Genau. Wir wollten aber trotzdem mal gucken, ne? Wegen dem Wunder. Können wir denn das überhaupt noch bauen? Den Koloss könnten wir tatsächlich bauen. Plus 1 Handelswegkapazität. Also Handel ist für uns schon wertvoll. Muss an der Küste neben Land in einem Hafenbezirk gebaut werden. Den könnten wir tatsächlich hier hinbauen, ja. Und dann hier ein Theaterplatz. Das wäre schon ein sehr guter Theaterplatz. Mit plus 4. Und hier wäre ja auch noch ein Bezirk. Und wenn dann PT hier noch einen Bezirk hinbaut, das wäre schon echt ein guter Theaterplatz. Komm, machen wir das mal. Wir bauen hier den Koloss hin und zwar verschieben wir den nach vorne. Ja, ich weiß, die Siedler wären auch super wichtig, aber ja. Man muss halt Prioritäten setzen. Wo ist denn der Koloss drin? Der Koloss ist in der Klassik. Okay. Das muss man gleich bedenken, wenn wir unsere Politik auswählen. Wo bauen wir denn jetzt hier den Theaterplatz? Den bauen wir dorthin, ne? Ja. Wäre vielleicht dann doch hier besser gewesen. Um die Synergien hier zu haben. Aber da können wir noch einen anderen Bezirk hinbauen. Vielleicht auch diesen Bezirk stattdessen, statt hier hinbauen. Ja, weil hier unten Jerusalem brauchen wir eh nichts machen. Natürlich wären diese Städte dann auch mit dabei, ja. Ah, okay. Verstehe. Ich überlege gerade, ob hier ein Industriegebiet noch Sinn machen würde. Das könnten wir vielleicht hier bei Pitti noch bauen.
Wäre eine Möglichkeit, okay.